Howdy Volksound, willkommen zurück zu Coral Island. Und Eva und Emma haben heute Geburtstag. Melonski. Schaffst du sich nicht Scherben rein. Eine Milch. Ein Ei. Eine bronzene Sonnenblume. Eine Rone. Ein Radiefli. Blaubeere. Verkaufen wir alles. Oh. Bin schon fertig. Das ist ja alles schon fertig, Sommer habe ich ja schon abgegeben. Dann machen wir die wieder zurück. Siebenunddreißig. Ja, komm. Wir laufen da ein bisschen rum. Tigerschwalbenschatz. Eine Grille. Ja.
Schauen wir mal, was wir da rausziehen. Da ist aber kein Flugblatt. Eine Languste. Hibiskus. Großer Gabelschwanz. Schnecke. Ein Violinenkäfer. Und Kokosnüsse. Das gestrige Fest war ein toller. Planst du dieses Jahr Melonen? Ja. Die Kinder werden noch eine Woche lang über das Fest reden. Da bin ich mir sicher. Ich habe mich gefreut, beim Fest so viele Haustiere zu sehen, denen man angesehen hat, dass gut für sie gesorgt ist. Es war einfach großartig, beim Fest zu fotografieren. Ich habe ein paar tolle Familienfotos von Erika und Frank geschossen. Ich schicke sie ihnen zu, sobald ich sie bearbeitet habe. Gut. Hallo Rucola, hat dir das Fest gefallen? Ich habe es nett gefunden. Soldatenkäfer. Schrott. Hast du mich gestern beim Rodeo gesehen? Ich spüre heute jeden einzelnen Knochen. Pollinatorinsekten, danke, du bist sehr großzügig. Ich muss halt gerade schauen. Nicht überwältigend, aber... Inventory. Gucken, ob die Emma arbeitet. Nein, die Emma arbeitet. Dann schauen wir mal, wo die Emma ist. Die ist am Malen. Mit der Dunge durch und da gefickt mit immer viel Sachen. Charlotte. Okay.
Bist du? Tiger, Schwabel, Schwanz. Ah, ich hätte noch ein Mittagessen einpacken sollen. Ich habe meins zu früh gegessen und jetzt knurrt mir schon der Magen. Ja, da. Das sieht köstlich aus, vielen Dank. Ich habe Geburtstag. Ja, hast du. Manchmal verwende ich Wolle oder frische Blumen anstelle eines Pinsels. Jetzt müssen wir noch zum Evchen. Ja, jetzt kann ich da rein. Ich kann dir kein Geschenk machen. Macy? Es war eine Herausforderung, aber du, meine Güte, ich habe gestern ein paar coole Fotos gemacht. Wie stehst du zu der Insekten? Ah ja, sieh dir das an, ich danke dir. Nicht ganz abgeneigt. Besorgung. Schon wieder Zwischensequenz. EU, Eva und Emma. Hey Eva, hast du heute Kuchen gebacken? Ich würde schnell einen brauchen. Nein, habe ich nicht, tut mir leid. Aber ich habe ein paar Kekse, frisch aus dem Backrohr. Genügen Kekse? Passen Kekse auch? Nun ja, denke schon. Warum? Was ist passiert? Meine Mutter hatte letzte Woche Geburtstag und ich habe vergessen, ihr einen Kuchen zu backen. Ich habe ihr sonst jedes Jahr einen Geburtstagskuchen gebacken. Meine Güte, ich kann mich nicht erinnern, seit ich backen kann. Nehme ich an. Es war eine Tradition, aber heuer habe ich es irgendwie vergessen. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Was meinst du, was soll ich machen? Sage die Wahrheit. Sag ihr die Wahrheit. Ich glaube, das mache ich. Ich habe nur ein schlechtes Gewissen, weil sie sicher die ganze Zeit darauf gewartet hat. Danke für deine Hilfe. Eure Leute. Ich glaube, ich kaufe ein paar Kekse und schicke sie ihr. Ich muss gehen und einen Brief schreiben. Bis bald. Ich habe so auf gutes Wetter gehofft und der gestrige Tag hat mich nicht enttäuscht. Darf ich dir das Ach, ich liebe Pfingstrosen. Danke, Rucola. Das ist das beste Geburtstagsgeschenk aller Zeiten. Nice. Hey Sam. Hühner. Die versuchen sich gegenseitig anzustarren. Finde ich immer köstlich. Geschenk geben.
Das ist großartig, danke. Einkaufen. Weißt du, Potter, mein Baby hat beim Fest so viel Aufmerksamkeit bekommen. Ich glaube, echt. Potter ist der neueste Star in der Stadt. Wir haben die ganze Nacht gebraucht, um all die Tiere wieder in die Scheune zu bringen. Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich den Tag erleben würde, an dem mein alter Hahn die Hauptattraktion ist. Ein stolzer Moment, sage ich. Ich wollte Archie dazu bringen, dass er seinen Lieblingsstein zum Fest mitnimmt, aber er wollte nicht. Ich glaube, er wollte lieber mit dem Hunden herumlaufen. Joko kann ich nicht schwätzen. Leo ist beschäftigt. Das Bein ist ausgeheilt. Gehört eine kleine Verletzung nicht einfach zum Nervenkitzel dazu? Ja. Pizza. Den Früchte. Ja, da haben wir einfach auch etwas, hoffentlich. Ja, schon wieder kein Platz mehr. Ich hab schon wieder keinen Platz mehr. Nein, nur 6. Thank you.
wir in die gehen wir angeln. Wir gehen angeln. Und ich habe mein Inventar immer noch voll. Wir lernen zuerst das Inventar. Windkerfschneck. Da. Habe ich keinen Platz mehr. Ich muss mir eine größere Fischkiste machen. Das passt mir nämlich nicht. So. Dann haben wir da alles raus. Alles transferieren, warum geht das nicht? So. Da sieht es. Können wir jetzt angeln gehen?
Das fängt nicht gut an. Nee, das ist nix. Theo ist nicht am Fischen. Beim Tierfest gab es einen eigenen Platz, nur für Kühe. Sie waren so knuffig. Hey Rucola, das Fest war ein Riesenspaß. Stimmt's? Ich habe gesehen, dass du dich blendend amüsiert hast. Hast du Bonbon gestern gesehen? Er hat einen neuen Trick gelernt. Die Hähne gestern waren etwas ganz Besonderes. Ich muss Jack fragen, was er ihnen gibt. Anne hat ein Video von den Hühnern gemacht. Uff, heute habe ich einen stressigen Tag. Ich könnte jetzt wirklich ein kühles Getränk vertragen. Paul war ganz hin und weg von den Hähnen beim Fest. Wenn wir nächste Woche ein paar Hähne haben, weißt du warum. Wir hatten gestern den schönsten Sonnentag für das Tierfest. Das hat für die richtige Stimmung gesorgt. Ich habe keine Smoothies mehr. Okay. Es war so lustig, gestern mit Taco zu spielen. Ich wünschte, wir könnten einen Hund haben, aber unser Haus ist ein bisschen zu klein, denke ich. Ich bin stolz auf all meine Haustiere im Tierheim. Sie waren so brav beim Fest. Ja. Tunina versperrt. Nicht Tunina. Nein. Juri, das Tierfest war ein Wahnsinnsspaß. Ich habe mich prächtig amüsiert. Der Ratsch haben wir gar nicht gesehen. Ich wollte ja Welpentörtchen für das Fest machen. Aber dann war ich zu faul. Und nun ja, das passiert nun mal. Ich fahre jetzt schon für oben. Ja, großartig. Da
es ist wenigstens ein Fisch. Ein Clownfisch. Das ist ein Zappelfisch. Zum Glück habe ich meine Angel schon aufgewertet. Zackenbarsch. Ich habe den noch nicht gespendet. Ich weiß nicht, warum der als gespendet markiert ist. Könnte der Clownfisch sein und ja. Was ist das? Ein bronzener Clownfisch. Stimmt, das Rucola wurde das Museum von tausenden Fremden finanziert. Ja, das ist verblüffend. Snapper, haben wir schon gehabt.
Du bist ein anderer Fisch. Ein Döbel. Warum ist es so heiß? Es wird von Tag zu Tag heißer. Eine fucking Schnecke. Gegenstände spenden. Zwei Döbel. Ein 5 Fischtacos. Okay. Nein. Falsche Kiste. Den Rest verkaufen wir, außer das Essen. Das machen wir mal da rein. Versuchen wir unser Glück. Da nochmal. Fish. Wer schmeißt denn da Goldfische in den Fluss? Thank you.
Melanguste. Natürlich nicht rum. Hey. Das Rodeo war toll. Meine Schwester hat sich das Bein verrenkt. Aber hey, alles nur Spaß, oder? Ja, ich kann auf der Klippe nicht drunter gucken. Das bereitet mir Kopfschmerzen. In meinem Kopf hämmert es. Nö. Naja. Bist ein Lappen. Eine Lusche. Das ist keine Makrele. Eine Krabbe. Eine Sardine. Sardine. Ich brauche eine bessere Sardine. Das könnte eine Makrele sein. Ein Tintenfisch. Ue. Tintenfisch. Ich will noch einen zweiten Tintenfisch. Eine Krabbe. Nein. Und noch eine. Gehen wir nach Hause.
Ja, das wär's dann für diese Folge. Ich verdaue noch das ganze Zeug und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. See you next time.